Hallo Freunde und herzlich willkommen auf der J&M Angelkiste. Mein Name ist Jonas. Mein Name ist Nico. Und heute mal ein ganz anderes Video. Und zwar möchten wir euch teilhaben lassen an unseren Erfahrungen am Assnensee, an dem wir jetzt hier die letzten 10 Tage verbracht haben. Wir haben viele Eindrücke sammeln dürfen, waren leider nicht so oft auf dem Wasser, wie wir es uns gewünscht haben, haben auch nicht so viel gefangen. Wobei wir sagen müssen, es ist ein riesengroßer See. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so Pi mal Daumen Mitte 150 Quadratkilometer, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Aber es ist wirklich ein wahnsinniger See, eine wahnsinnige Wasserfläche, die es dazu befischen galt. Hier zum ersten Mal jetzt für uns. Nico, dein erster Eindruck von dem See, was soll ich sagen? Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, ja, sage ich jetzt mal, für uns war es am Anfang schwer. Die haben jetzt hier im Moment, ich glaube, mindestens 1 Meter weniger Wasser als sonst. Von dem her stehen ja die Steine entweder nur ganz knapp über der Oberfläche oder unter der Wasseroberfläche. Von dem her sehr schwer mit dem Boot zu fahren. Man muss wirklich aufmerksam schauen, dass man nirgendwo gegen den Stein rammt oder so. Weil das ist echt gefährlich, nicht nur wegen Boot, auch wegen dem Motor, weil der Motor ist ja tiefer als das Boot. Unser Campingplatzbetreiber hat auch gesagt, dass diese Saison schon fünf Motoren kaputt gegangen sind, weil die Leute halt gegen irgendwelche Steine unter Wasser gefahren sind und dann unten halt abgebrochen sind. Von dem her auf jeden Fall muss man sehr aufpassen und sonst Struktur. Absolut, war fast gar nichts da. Also wirklich, wir sind sehr viel mit dem Boot gefahren, wir haben viel Strecke gemacht und nach irgendwelchen Stellen gesucht zum Jiggen, zum Vertikalfischen, irgendwelche Kanten, haben groß echt nichts gefunden. Also vereinzelt mal wieder ein paar kleine, aber eigentlich nichts Nennwertes. Also von dem her echt strukturlos. Durchschnittlich hat jetzt der See eine Tiefe von 4-5 Metern. Ja, sowas. Ein bisschen flacher sogar teilweise. Wie gesagt, da wo wir jetzt gerade sitzen, da ist normalerweise Wasser. Ihr seht es im Hintergrund. Da liegt noch das ganze abgesprochene, angetriebene Schilf. Und deswegen hatten wir, wie Nico bereits richtig erwähnt hat, so eine durchschnittliche Wassertiefe zwischen 3 und 5 Meter, würde ich jetzt auch mal tippen. Im Echolot haben wir einige Stellen überfahren. Es waren jetzt wenig lukrative Stellen. Es war dann echt manchmal sehr heimtückisch, wie Nico richtig erzählt hat. Es ging auf einmal schlagartig hoch von 2 Meter bis unter das Boot und dann hast du nur gehört so, oh, jo, Achtung Stein und rechts und links, und da war wegen Panik auf dem Boot, aber es ging nochmal alles gut. Wir haben echt Glück gehabt. Weiterhin müssen wir sagen, dass wir viel Strecke gemacht haben. Nico hat es bereits erwähnt, wir mussten Strecke machen, wir haben viel geschleppt, wir haben versucht zu jiggen, wir haben halt keine Plätze gefunden, wo man es richtig hat betreiben können. Deswegen ist das alles ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ja, wie gesagt, viel Strecke gemacht. Wir mussten zu diesem einzigen Platz, wo es wirklich gelaufen ist, mal 2 Tage lang gelaufen ist, das muss ich jetzt dazu sagen, 5 Kilometer knapp hinfahren, also Luftlinie 5 Kilometer, dazwischen durch diese Inseln und Vogelschutzgebiete sich durchkämpfen, auf die Steine aufpassen, und dann lief es dann mal 2 Tage. Ja, weiterhin, was können wir sagen, wir haben nicht damit gerechnet, dass so viel Wind hier in der Region irgendwie herrscht. Weil es war abnormal. Wir konnten nicht auf Fischen gehen, weil allein hier in der geschützten Bucht, wo wir uns befinden, es einfach schon so brutal gewindet hat, dass wir draußen im Freiwasser, also wo viel weniger Schutz war von den Bäumen und allem. Also wir waren einmal draußen, wo es richtig gut gelaufen ist. Wir mussten abpacken, weil es richtig gewindet hat. Wir wollten nichts riskieren, deswegen sind wir abgefahren. Also wir waren jetzt 3-mal, 4-mal effektiv fischen. Sonst ging es einfach nicht vom Wetter. Entweder hat es gewindet wie Sau oder es hat gewittert, geregnet. Naja, da können wir nichts dagegen machen. Wir waren draußen, wie gesagt, wir haben was gefangen. Es lief anscheinend schon besser, aber zu der Zeit, wo wir jetzt hier waren, haben auch die Einheimischen gesagt, im Moment läuft es echt schleppend mit den Fischen. Sie wissen auch nicht, woran es liegt. Also von dem her hoffen wir mal, es liegt nicht an uns, dass wir nicht allzu viel gefangen haben. Aber trotzdem war es ein schöner Trip, ist ein richtig schöner See, also von der Kulisse her finde ich echt top hier. Unfassbar, ja, man fährt da um alle möglichen Ecken, wie bereits erwähnt, und überall sieht es neu aus und unberührt und vereinzelt diese schönen schwedischen Hütten, rot mit weißem Rand, also halt am Ufer, also unfassbar schön, wie Nico bereits richtig gesagt hat, also wahnsinnig. Wir müssen dazu sagen, man unterschätzt ziemlich schnell diese Entfernung, die man hier zurücklegt, also ja, wir stehen um 4 Uhr auf, sind erst um 6:30, 7 dann an dem Platz, wo wir wirklich fischen können. Wir fahren über eine Stunde bald mit dem Motor dorthin. Gerade wenn man sich nicht auskennt, fährt man noch vorsichtiger. Wir haben auch diese Motorschutzbügel extra alle, ja, um die Motoren drum. Deswegen muss man da echt aufpassen, dass man sich rechtzeitig auf den Heimweg begibt und nicht dann irgendwo
keine Ahnung, sich im Kreis dreht viermal, so wie wir uns heute Morgen bei Nebel. Es war dann nicht ganz so lustig, wir haben dann mit GPS und Google Maps und Karten versucht uns zu orientieren, aber man hat einfach nur 50 Meter ums Boot rum gesehen, das war dann relativ schwer. Und deswegen würde ich sagen, wichtig ist, wenn man hierher kommt, bringt auch im Sommer Winterkleidung mit. Nikos mehrmals feststellen müssen, es war ein Fehler, keine Mütze einzupacken. Ob es der Fahrtwind beim Bootfahren war, ob es der Wind war, ob es jetzt hier die spritzenden Wellen waren, die deinen Kopf irgendwie nass gemacht haben. Also Mütze wäre echt nicht schlecht gewesen. Ich war darauf gar nicht vorbereitet. Ich bin davon ausgegangen, es ist Sommer. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es hier jetzt die angenehmen 30 Grad hat. Ich habe schon gedacht, halt so 20, 25 Grad maximal. Bin aber nicht davon ausgegangen, dass es dann wirklich so kalt ist, dass man Mütze braucht, T-Shirt. Also ich hab angehabt ein T-Shirt, einen Pulli drüber, Jacke angezogen, weil es echt ziemlich kalt war am Morgen. Die ersten Tage ging es noch, aber dann ist das Wetter von den Temperaturen her ziemlich runtergegangen. Also da hat man es dann schon wirklich gebraucht, ja. Ganz genau. Gut, das waren so unsere gröbsten Eindrücke vom Asnensee hier im schönen Smaland. Wie gesagt, es ist einer der, sag mal, bekanntesten Seen jetzt hier auch bei den deutschen Anglern. Man sieht es hier in der Szene, sag ich mal, in den ganzen Foren immer wieder Nachfragen hier zu diesem See. Deswegen auch das Video, wo wir ganz kurz noch unsere Eindrücke schildern. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich hier für diesen See zu entscheiden. Ich würde sagen, ich würde gerne nochmal hierher kommen. Vielleicht dann mit anderer Ausrüstung, mit mehr tieflaufenden Wobblern, weniger Jigköpfen, vielleicht auch, keine Ahnung, mit mehr Köderfischsystemen oder sonstigen. Es hat relativ gut geklappt zu der Zeit, zu der wir rausgekommen sind. Und in diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns an, Facebook, Instagram, unter das Video, egal ob jetzt im Hauptkanal, im Privatkanal, also halt im Nebenkanal, jetzt J&M Angeln, J&M Kiste, egal, schreibt uns an. Wir beantworten gerne alle eure Fragen, wenn ihr natürlich Fragen habt. Soweit unsere Eindrücke. Ich denke, wir haben eigentlich alles erwähnt. Seerosen sind natürlich ein super Spot, muss man aber aufpassen, darf man nicht so beangeln, wie wir es eigentlich vorhatten. Kontrolliert wird man hier auch, deswegen kauft euch auf jeden Fall die Karte hier. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viele Routen aufs Boot nehmt. Freunde von uns mussten feststellen, wir hatten nachher 6 Routen auf dem Boot, aber nur 2 Leute waren effektiv Angler, also hatten diese Karte. Da war der Kontrolleur zwar trotzdem entspannt drauf, hat aber kurz mit sich, war kurz ein wenig irritiert, stutzig, eben warum da so viele Routen auf dem Boot sind. Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich viel Erfolg, wenn ihr an den See kommt. Vielleicht habt ihr noch mehr Erfolg als wir, könnt was mit den Tipps hier anfangen. Crasht kein Boot. Und dann würde ich sagen, bis dann, macht's gut, Petri Heil, bleibt am Ball und ciao. Bis zum nächsten Mal.